Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Peach's Adventure. Wir speichern mal kurz und schaut euch das mal an. Sie sieht sehr, sehr unglücklich aus im Wasser. Kann ich verstehen. Geht wahrscheinlich unter oder... Wie ist denn das? Das ist immer so... Oder schwimmt sie dann doch um? Das Ding ist... Hatte ich das hier schon mal erzählt? Ich kann ja schwimmen, ne? Aber... Ich weiß nicht. Also dieses auf der Stelle schwimmen habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe, also, gut, wann bin ich das letzte Mal schwimmen gegangen? Jetzt mal ganz ehrlich. Das war... Oh, Leute. Alter. War das... Scheiße, ich glaube, das war... 2012. Und so, und generell, wenn ich früher als Kind immer so am, baden war, am See und so weiter, Moment... Divers Log, Taucher Logbuch, it seems that path blocking urchins aren't very fond of glowing brick. Also er sagt mir, was sagt er mir, dass ich das nehmen kann oder was war jetzt hier die Botschaft? Der ist irgendwie anders, tatsächlich. Ja, oh, Sternmusik? Schon so ein bisschen anders, ne? Was wollte ich jetzt noch sagen? Ah ja, also, wenn ich als Kind und so immer schwimmen gegangen bin, ich habe das schon richtig gelernt, aber ich habe mich irgendwie nie getraut, auf der Stelle zu schwimmen. Mir hat man immer gesagt, dass man dann automatisch einfach oben bleibt, aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich das... Damals, ich weiß noch, als wir, was waren das, dritte, vierte Klasse, mussten wir mal eine Woche Schwimmunterricht nehmen. Und da war das dann auch so, wir sollten dann von diesem Meterbrett springen, frag mich nicht, was das waren, 15 oder irgendwie sowas. Und ich weiß nicht, ich habe da immer Panik gekriegt und ich weiß bis heute nicht, ob man wirklich, meine Mutter meint auch, ja, das machst du automatisch und so, aber ich habe das bis heute noch nicht ergründet. Aber ich gehe ja auch nicht schwimmen, ne, weil, ja, frag mich nicht, frag mich nicht, es ist, ich weiß nicht. Also, schwierig. Heutzutage, ich glaube, die Gründe sind anders als die ich damals hatte. Damals, ja, habe ich halt einfach, da hatte ich auch noch kein so ein großes Herz zu Tieren. Ja, das habe ich auch schon ab und zu mal erzählt. Da habe ich einfach gezockt. Es gab nichts Wichtigeres als zocken. Tierpark, Zirkus, Freizeitpark. Nee, scheiß mal drauf. Ich will einfach zu Hause sitzen und zocken, weil die ganzen Welten neu waren. Aber heutzutage würde ich eher so sagen, wahrscheinlich ist alles zu sehr verschmutzt. Und generell, ich weiß nicht, ich bin so der Typ, ich gehe gerne raus, kein Problem. Vor allem, ja, wenn ich die Zeitung verteile und so. Oh! Oh, das, Leute, das ist süß. Das ist süß. Können wir einmal ein süß in den imaginären Livestream kriegen? Das ist süß. Kommt schon, das ist echt süß. Oh, warte mal. Oh, that's cute. If you seen this video now, you need to know that this is cute. Fucking English, lul. Yeah. I don't speak often English, sorry. Bin da immer so ein bisschen schüchtern. Ja, für den Fall, dass er sie erst hier, jetzt hier mal reingeschaut hat ins Video, Liney. Ja, ich gehe gerne auch spazieren und blauen Keks, aber ich weiß nicht, ich würde auch gerne... Ich wollte so oft auch immer auf Partys gehen und so. Also ohne den... Ja, ich hab doch versucht reinzugehen. Ihr habt doch versucht... Was? Verarscht mich, glaube ich. Kann das sein? Oder ist das hier... Hä? Oder, Moment. Ich bin jetzt sichtlich verwirrt. Was genau passiert jetzt hier? Da kam ich doch her, oder nicht? Oder ich weiß... Sorry, ich weiß es gerade nicht. Dieser Moment, wenn ich einfach eine kleine Geschichte erzählen will und dann überhaupt nicht weiß, was Phase ist. Ich weiß es nicht, ich gehe jetzt einfach mal da lang. Hier ist der Mittelpunkt, das erscheint mir neu, ganz komisch. Jetzt dachte ich gerade, von hier sah das so aus, als wären der Stacheln. Ja, auf Partys gehen, ohne den Alkohol-Koks-Teil zu machen und so. Also ja, ich habe ja auch schon erzählt, die ein oder andere Blutorgie habe ich ja schon gemacht, aber... Ne, es ist so, ich fühle mich irgendwie komisch, so alleine. Kennt ihr das?
Ich will ja, aber irgendwie alleine ist, ja, komisch tatsächlich. Irgendwie komisch. Alleine schwimmen. Und nee, ich bin ja hier. Also es ist richtig, was ich mache, aber ich verstehe das nicht. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Spielfehler. Ich soll doch bestimmt irgendwie. Die ist einfach zu fett. Ja? Kann es sein. Ich nehme jetzt mal absichtlich Schaden. Das wäre so dumm. Das. Vor allem sie. Das ist der ist ja so der Witz, die wird ja nicht wirklich. Hä? Oder muss ich nach unten drücken? Ist hier irgendwas? Es stimmt hier nicht, Leute. Irgendwas ist hier echt komisch. Oder kam ich von rechts? Sorry, das verwirrt mich jetzt sehr. Ich gehe einfach nochmal auf die komplett andere Seite. Notfalls werde ich mich einfach töten und hoffen, dass da was passiert. Ja. Du bist ja auch, wenn du schwimmst, nicht wirklich alleine, weil dann sind da irgendwelche. Ich gehe aber immer wieder rein, ich bin so dumm. Irgendwelche Leute, die dann immer. Ach, ihr wisst doch, wie das draußen mit den Menschen, mit der Öffentlichkeit ist. Und jetzt kannst du es sowieso vergessen. Also, mal fernab davon, dass es halt irgendwie. Ja, dass es kalt draußen ist. Also mit Maske und so. Nee, du, da. Da gerate ich wahrscheinlich irgendwie in Probleme. Ich habe ja auch. Wer schon länger auf dem Kanal ist und vor allem meinen Telegram-Channel mitbekommen hat und so. Ich erzähle ja immer wieder, dass ich gehe irgendwie 1-2 Stunden in der Woche raus oder selbst wenn ich mal 5 Minuten kurz zum Dönermann gehe. Mir passiert immer irgendwie was, also nachher zettel ich eine Schlägerei an oder irgendwie sowas, ja, also von daher, ja Leute, ich weiß nicht, ich bin sichtlich verwirrt. Das macht alles irgendwie gerade überhaupt gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, ja, was der Scheiß soll. Dann hoffen wir einfach mal. Ich ja, speichere mal hier, dass das jetzt geht. Ne? Ganz klar. Also, ich glaube, der Hack ist ja auch schon eine Weile draußen. Von daher muss ja jetzt. Also, sowas Offensichtliches kann ja eigentlich nicht sein. Was natürlich auch sein kann, ist, dass ich hier was übersehen habe, aber. Das macht doch keinen Sinn. Oh. Oh, warte. Nee, das ist doch bestimmt nur für die Yoshi-Coin, oder? Guck. Bam, bam, bam. Hä? Was ist mit dem Level los? Checkt ihr das? Ist das Ziel unsichtbar? Oder. Also, dass quasi hier eine Zielgerade ist, aber. Leute, ich will doch einfach nur. Hat eigentlich mein Handy geklingelt? Nee, ne? Gleich. Ich will doch eigentlich einfach nur spielen. Könnt ihr das irgendwie. Hä? Ja, aber da. Nee, Leute, das ist beschiss. Ich hab das vorhin 5-mal versucht. Das. Also, sorry, aber. Das. Das war. Das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Auch von der Levelstruktur her. Wieso hast du denn. Wieso war da hinten denn. Ein Schloss, wenn ich da nicht reinkommen konnte? Was? Gott, war das behindert, ey. Und diese Geschichte, die man in einer Minute hätte erzählen können, die hat sich dadurch natürlich auch in die Länge geschoben. Danke dafür, du Arschloch. Meine Fresse, ey. Okay, ja, da geht's zum Schiff. Okay, das geht nicht von alleine, muss ich selber hochklettern, verdammte Scheiße. Ja, das. Also wenn es kein Wanderlevel gewesen wäre, wäre es ja auch ein bisschen komisch gewesen, ne? Na gut, Leute, dann würde ich mal sagen, was das heute mit Let's Play Peach's Adventure. Ganz, ganz komisch. Wir schauen dann mal in der nächsten Folge, ob wir hier so ein bisschen Boss-Action haben dürfen. Ja, fällt mir jetzt spontan noch irgendwas dazu ein. Ja, also wenn, ich würde es wahrscheinlich machen, wenn ich die Gewährleistung hätte, dass
das Gewässer da sauber ist und dass da keine Menschen sind, aber es klingt sehr unrealistisch. Ich weiß, dass ich, ja, das ist aber auch schon eine Weile her. Ich glaube, das war Sommer 17 oder so. Ja, da habe ich mich mal ein, zwei Tage. Nee, einen Tag war das, glaube ich. Hatte ich mich mal eine halbe Stunde an den See gesetzt. Also, sowas kann auch Spaß machen, aber grundsätzlich. Ah, ich weiß nicht. Ich würd das gerne machen. So. Ich habe oft diese Vorstellung, wie ich einfach so eine. Ja. Sehr, sehr unrealistisch tatsächlich, sehr, sehr fantasiehaft, aber wie ich einfach eine Freundin habe und mit ihr so spazieren gehe, so im Dunkeln, schön so mit den Laternenlichtern und dem klaren Himmel oder wie gesagt, einfach mal am See sitzen und über das Leben philosophieren. Solche Gedanken habe ich gerne, aber ja. Wenn du das alleine machst, dann, ja, da fehlt dann offensichtlich irgendwie die Freundin, ja. Also, ja, da muss man immer aufpassen, dass es nicht irgendwie nach hinten losgeht. Du gehst raus und entspannst und dann merkst du irgendwie, scheiße, ich bin alleine, irgendwie komisch tatsächlich. Naja, ihr versteht doch, was ich meine, oder? Deswegen, Leute, lasst uns weiter, wie gute Kellerkinder, die wir nun mal sind, weiter schön Mario zocken, bis ans Lebensende einfach das Leben an uns vorbeiziehen lassen und dann ist es auch nicht mehr so schmerzhaft ohne Freundin, würde ich mal sagen, oder? Oh Gott, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya.